Hallo meine lieben kältetechnischen Freunde, mit einem neuen Video melde ich mich nach 2 Wochen zurück. Ich glaube nach 2 Wochen, ja. Aus meinem Toolstore. Ich habe mal ein bisschen neue Position gesucht. Das ist unsere schöne Theke hier. Ich wurde vor kurzem erst gefragt bezüglich eines Themas evakuieren und habe ein bisschen nachgeforscht bei meinen ganzen Videos. Ja, ich habe schon das ein oder andere darüber gemacht und ich habe auch ein konkretes Video über Evacuation gemacht. Ich habe mir dann selber die Qualität ein bisschen angeschaut, ich habe mir dann ein bisschen so rumgetan und habe mir gedacht, komm Leute, bringen wir das Video mal up to date. Hoffentlich mit einer diesmal besseren Videoqualität und Tonqualität aus wie beim letzten Mal. Widmen wir heute dem einzigen Thema Evacuieren 2.0, wir frischen ein altes Thema auf. Ja, evakuieren ist für mich selber ein sehr heikles Thema und ein sehr umstrittenes Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Sind wir mal froh, dass die Leute überhaupt evakuieren. Fangen wir mal damit an. Ja, also mittlerweile sehe ich immer mehr und immer Branche. Ich kannte wirklich viele Bereiche vor einigen Jahren, wo die Leute einfach aufs Evakuieren verzichtet haben, allgemein. Aber bin mittlerweile drauf gekommen, okay, durch alle möglichen Instagram-Videos, YouTube-Videos und dem geilen Werkzeug, was es einfach zum Kaufen gibt, ja, bin ich drauf gekommen, dass Evacuieren eigentlich immer mehr und immer mehr wieder zum Trend wird. Und hat deswegen auch schon ein bisschen Wink, warum, dass die Leute mal verstehen, warum machen sie es überhaupt oder was müssen sie tun. Da will ich jetzt einfach mal beginnen zu sagen, okay, warum evakuieren wir? In der Schule lernen wir, evakuieren tun wir, um Feuchtigkeit und Fremdgase aus unserem System rauszubekommen. Ja, gut, grundlegend können wir erst dann evakuieren, wenn überhaupt gar keine Gase mehr drin sind, aber Luft wird ebenfalls als Fremdgas angesehen. Deswegen steht es auch so in der Theorie geschrieben. Ja. Aber das Allerwichtigste, und das ist das Allerwichtigste, was ich sehe, ist, wir müssen die Feuchtigkeit rausbekommen. Warum müssen wir die Feuchtigkeit rausbekommen? Ich glaube, dass die meisten mitbekommen haben, dass Flüssigkeiten, Wasser oder sowas in Richtung in unserem Kältesystem absolut tödlich für unsere Anlage ist. Warum? Mal einen ganz kurzen Sidestep in die Chemie. Öle, unsere Öle, Polyesteröle und Wasser in Verbindung entsteht eine Säure, die natürlich alles Mögliche in unserer Anlage angreift, aber damit verweise ich auch wieder mal auf ein paar andere Videos von mir zurück. Feuchtigkeit ist nichts anderes als wie in kleinen Mengen Wasser. So, geht natürlich meistens die Welt nicht unter, müssen wir auch ganz ehrlich zugeben, wir wollen ja auch ein bisschen den Spatz im Dorf lassen. Weil ich weiß, dass in der Theorie natürlich sehr viel gesagt wird, wie man richtig evakuiert und mit dem und mit das und 3 Millionen an Stunden und. Und mir ist bewusst, dass bei vielen anderen, gerade zum Beispiel im Klimasektor, ja, man froh ist, dass man überhaupt evakuiert und dann macht man halt so eine halbe Stunde und gut ist. Dann nichts vom Vakuum brechen und. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich bei jeder Anlage so tippitoppi, fachgemäß, supermäßig evakuieren werde. Aber es ist mal gut zu wissen, was ich tue, warum ich das tue und dass ich dann gegebenenfalls in richtigen Situationen auch dann richtig evakuiere. Wenn ich zum Beispiel einen Schaden habe, wo ich dann wirklich sage, okay, da wäre es mal wichtig, nicht nur eine halbe Stunde zu evakuieren und einfach nur auf die Uhr zu schauen, okay, gut, ich habe eine halbe Stunde Mittagspause, dann lasse mir die Vakuumpumpe laufen, dann kann ich was essen gehen, dann kann ich was rauchen, ich kann was trinken, ich gehe jetzt nicht weiter auf diese Thematiken ein, was man alles in einer halben Stunde alles machen kann. Und bleiben wir bei dem Thema Feuchtigkeit. Ich sage, Feuchtigkeit ist relativ unangenehm für unsere Anlage und kann auch natürlich zum qualvollen Tod des Kompressors führen, zum Beispiel, in dem sich der Wicklungsschutz abätzt. Unter Anführungszeichen drückt man es einfach mal ganz brutal aus. Ja. Dann sind die Wicklungen frei und dann haben wir natürlich einen Wasserstoß. Warum evakuieren wir? Jetzt haben wir so, wenn wir jetzt Luft drin haben, in der Luft ist Feuchtigkeit gesammelt. Ich ziehe. Feuchtigkeit bedeutet aber auch, dass ich Feuchtigkeitspartikeln habe. Das heißt, würde ich einfach eine Pumpe ansetzen, ja, dann würde ich diese Feuchtigkeitspartikeln einfach aus dem Öl, aus allem möglichen, was da drin, irgendwo an Taschen, an Bögen, einfach nicht raussaugen können. Also nehme ich mir jetzt die Physik zu Hilfe. Was passiert in der Physik? Jeder weiß grundlegend Wasser und bei 1013 Bar, Millibar, kocht Wasser ungefähr bei 100 Grad Celsius. So, ungefähr mal so dahin geworfen, mal einen Wert. Ob der jetzt 100% stimmt oder nicht, könnt ihr mir in die Kommentare schicken. Ich merke mir nicht jeden Zehntel Bar und auswendig. Ich werde jetzt die Anlage nicht anzünden. Wollen wir nicht. Das heißt, Ich evakuiere und bringe quasi den Druck innerhalb des Systems auf einem Level,
indem ich den Siedepunkt von den Wasserpartikeln verschiebe, dass sie Dampf werden. Und den kann ich dann fröhlich, sauber, einfach rausziehen mit meiner Vakuumpumpe. Und das ist auch immer diese Schöne, wenn es da rausraucht. Ja? Das kennen wir ja alle auf der Vakuumpumpe. Wir schalten ein, da raucht es raus. Oh mein Gott, Hilfe, wir brennen. Ja? Ich habe übrigens schon immer wieder mal Angst gehabt, dass ich einen Brandmelder aktiviere. Also auch hier kleiner Side-Tipp von meiner Seite her. Also wenn ihr evakuiert und ihr habt vielleicht viel Feuchtigkeit und viel Luft in dem System drinnen, dann denkt auch mal an die Brandmelder. Es kann ziemlich heftig rauchen. Oder ihr gebt einen Ablaufschlauch drauf. Es gibt ja mittlerweile so Ablaufschläuche für die Vakuumpumpen. Kann man drauf geben, wenn es frei leiten ist, auch sehr, sehr praktisch. Um jetzt das Ganze mal ein bisschen, meine Theorie oder das, was ich euch jetzt erzähle, ein bisschen zu festigen, blende ich euch jetzt einmal ein die sogenannte Nassdampftabelle. In dieser Nassdampftabelle sieht man exaktens, dass wir zum Beispiel bei 20 Grad Außentemperatur bei 0,0 irgendwas, das heißt, wenn wir es jetzt in absolut in Millibar umrechnen würden, roundabout 23 Millibar. Es ändert sich natürlich auch. Wir haben auch nie genau exaktens 20 Grad. Somit irgendwo, sagen wir roundabout, bei 20 Millibar bewege ich mich bei normaler Raumtemperatur und dann fängt das Wasser an zum Kochen. Ich glaube, die Leute, die in die Berufsschulen gegangen sind, die schon Kurse besucht haben, haben natürlich auch schon mal dieses typische Testprojekt mit dieser Glasglocke gesehen, wo man Wasser reingibt. Dort sollte ich die Anlage halten. Und wenn ich dort mich bewege, dann kocht das Wasser und ich kann den Dampf, der daraus resultiert, entsteht, und ich koche das auch überall aus. Ich koche das aus dem Öl raus, ich koche das hier aus, ich koche das da aus. Ich ziehe das einfach raus mit der Vakuumpumpe, somit bekomme ich eine saubere Anlage. So, jetzt kommt aber dieser Punkt, was wir aus der Theorie kennen mit diesem Vakuumbrechen und warum wir so Vakuumbrechen hier, Vakuumbrechen da, kennen wir alle, haben wir alles in der Schule gelernt. Ich kenne mittlerweile sehr viele Leute, die das machen, aber ich kenne natürlich auch viele, die es nicht machen, weil sie auch gar nicht wissen, warum sollen sie es machen. Und warum sie es machen, standardmäßig gehen die meisten Vakuumpumpen auf Anlagen bei uns, je nachdem wie groß sie ausgelegt sind, so roundabout 2 Millibar, 1 Millibar, absolut gesehen, hinunter. Und wenn ich jetzt nochmalig auf meine Dampftabelle schauen würde, kann ich mir die Temperatur anschauen, was quasi mein Wasser haben würde bei 6 Millibar. Und bei 6 Millibar sind wir ungefähr bei 0,01 Grad Celsius. Und wenn ich drunter fahre, kommen wir langsam in die Minusbereiche. Das heißt, unser Wasserdampf würde schlagartig in eine sogenannte für uns kälterlich mega geiles und die schönsten Blumen der Welt, nämlich in einen Eiskristall, in eine Eisblume verlachen wir hier, sagen wir hier, Eis, ja, Schneestern oder wie auch immer. Das heißt, es kristallisiert, ja, und dadurch haben wir einen Feststoff drinnen. Und dann kann ich noch Trillionen an Jahre evakuieren. Es bringt mir in dem Fall nichts mehr. Es tut sich nichts mehr, sondern ich festige das Ganze innen drin noch einmal. Umso tiefer ich mit dem Vakuum fahre, umso mehr feste ich quasi den Feststoff, der da drin entsteht. Und was würde dann natürlich dann passieren? Das Vakuum steht natürlich dann da unten. Ich gehe nach runter, mache mein zu, mache meinen klassischen Vakuumtest. Ich mache mal zu hier und sehe, oh, ja, Vakuum steht, Anlage ist dicht, alles cool, ja, ich fülle Kältemittel drauf. Ich fülle Kältemittel drauf, was passiert natürlich? In dem Atemzug tauen die Eiskristalle auf und ich habe fröhlich und sauber die ganze Feuchtigkeit weiterhin in der Anlage und der Effekt evakuieren war vollkommen sinnlos. Und deswegen gibt es diesen Punkt, ich muss Vakuum brechen. Wenn ich nicht mit der Vakuumpumpe tiefer runterfahre, das eine Zeit lang unten stehen lasse, dann nehme ich einen trockenen Stickstoff, mache den auf, ja, lasse den quasi wieder hochgehen zu einem gewissen Druck. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen an die Umgebungstemperaturen an, an der Wärmeenergie, die ich zuführen kann. Ich muss ja zum Kochen ja trotz allem, auch wenn ich Vakuum ziehe, Wärmeenergie zuführen an das System. Noch immer, bitte Leute, nicht die Anlage anzünden, sondern mir reicht diese Umgebungstemperatur. Deswegen sage ich ja, bei 20 Grad Celsius ungefähr kocht das Wasser bei 20 Grad, aber ich muss natürlich auch die Umgebungstemperatur mit einfließen lassen. Wenn ich natürlich das Minusgrad draußen habe, habe ich ein bisschen ein Problem. Nur mal so, just for info. So steht es in der Theorie drin. Es gibt natürlich den einen oder anderen Trick, den man ansetzen kann, wenn man sagt, okay, gut, ich habe jetzt eine Klimaanlage, ich habe 4 Meter Rohrleitung, soll ich jetzt hier wirklich Vakuum brechen, soll ich mir das wirklich antun, bla bla. Kommt natürlich auch darauf an, war es ein neues Kupferrohr, wie sauber habe ich montiert, wie viel muss ich evakuieren? Fällt mir das weg? So, das sind so viele Faktoren. Deswegen möchte ich mich auf die Thematik, muss ich Vakuum brechen? Ja, nein. Und die Theorie quasi. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, weil ich habe viele, viele Anlagen, wo ich Vakuum breche, wo ich wirklich weiß, ich habe viel Feuchtigkeit drinnen. Dann mache ich das Spielchen auch, weil das ist die einzige Möglichkeit wirklich,
dass ich auch alles rausbekomme. Mir hilft nichts, nur roundabout zu sagen, komm, ich drehe jetzt die Vakuumpumpe über die Nacht auf und morgen in der Früh ist die fertig evakuiert und tschüss. Bringt mir nichts. Gar nichts. Es sagt mir auch gar nichts aus. Und wenn mich jemand fragt, und ich kriege diese Frage regelmäßig, ja, wie lange evakuierst du? Ja, bis meine Vakuumpumpe fertig ist, bis im Endeffekt die Feuchtigkeit aus meinem System draußen ist. So lange evakuiere ich. Manchmal sind das 15 Minuten, manchmal sind das 30 Minuten, manchmal sind das 12 Stunden. Und wir hatten Anlagen, da ist die Vakuumpumpe 3 Wochen lang gelaufen. Permanent jeden Tag Vakuumbrechen etc., weil wir einen Wasserschaden gehabt haben. Ich kann keine klare Aussage darüber geben, wie lange ich evakuieren muss. Ja? Und ja, ich möchte dazu sagen, auch ich breche nicht jede Anlage beim Vakuum. Ihr könnt mich jetzt dafür verurteilen oder sonst was in der Richtung, aber ja, Theorie ist schön und gut. Es ist auch vollkommen richtig so, wie es in der Theorie geschrieben ist. Es ist wirklich hundertprozentig richtig so. Es gehört sich so. Aber man muss auch einschätzen können, wann ich es brauche, weil es gibt natürlich auch den einen oder anderen Tipp und den möchte ich euch natürlich beim Werkzeug jetzt zeigen, wo wir jetzt rübergehen, mal zur Werkbank und ich zeige euch mal das ganze Werkzeug und dann reden wir mal weiter. Das ist so eine klassische Standardausstattung, die ich zum Evakuieren verwende. Also ich habe eine Vakuumpumpe, ich habe einen Manometer, einen Digitalmanometer mit einer externen Vakuumsonde. Den kann man natürlich auch mechanisch nehmen mit einem Absolutmanometer. Warum das Ganze, erkläre ich euch nachher noch einmal. Dauermagneten, von denen kann man grundlegend nie zu wenig haben. Das sind jetzt für herkömmliche Ventile. Wenn ich natürlich zum Beispiel elektronische Servomotoren habe, so, dann gibt es natürlich auch andere Ventile dazu. Ich habe jetzt nur die gehabt hier. Vernünftige Schläuche. Vernünftige Schläuche beim Evacuieren ist es um und auf. Ja? Und ich habe jetzt hier auch nochmal einen dicken Schlauch, um quasi im Prinzip den dicken Anschluss mit der Vakuumpumpe zu verwenden. So, gehen wir mal zu diesem Special, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe hier eine 2-stufige Vakuumpumpe. Ist überhaupt nicht spezial, gar nicht, kann jeder fast. Ist A2L tauglich, ist jetzt nicht die teuerste, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ist auch nicht die stärkste, ist aber auch nicht die schwächste. Ich komme relativ gut zurecht damit. Ja. Was ist jetzt grundlegend besonders aus, dass hier überall ölig ist, weil ich vorher einen Test gemacht habe und alles ausgeschüttet habe, alles vollkommen egal. Ich habe nämlich hier, ich drehe das mal kurz hier ein bisschen auf die Seite, hier das sogenannte Gasballastventil, ja, das hier. Ja. Das ignorieren die Leute, die haben auch immer nur gelernt, ja, am Anfang beim Evakuieren macht man das Gasballastventil auf, ja, damit die Anlage sich nicht so anstrengen muss, dass er gleich eins zu eins die Sachen hinausnehmen kann. Also wenn ich jetzt noch Fremdstoffe drin habe, also Fremdgase drin habe, um das richtig auszudrücken, lasst er einen Teil vorher schon mal da raus, damit der Vakuumpumpe natürlich keinen Schaden passiert. Für was ich aber sehr gerne das Gasballastventil verwende, ist, wenn ich viel Feuchtigkeit habe, dann lasse ich es wesentlich länger offen. Und wenn ich es nämlich wesentlich länger offen habe, ziehe ich mir nah durch die Leistung von der Vakuumpumpe auch weg. Nachteil daran ist, ich muss wesentlich öfters einen Ölwechsel machen. Sie raucht wesentlich länger. Also mit offenem Gasballast die Anlage die ganze Nacht lang laufen lassen, würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Es ist auch nicht wirklich gesund für die Vakuumpumpe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, blöd gesagt, eine Klimaanlage hernehme, mache ich das einfach auf und halte mich einfach in den oberen Bereich. Ja, weil ich damit auch, und es gibt welche, die haben einen gasbelasteten Schalter und es gibt aber welche, die kann man auch ein bisschen regulieren. Das heißt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann kann ich natürlich schauen, dass ich über diese 20 Millibar drüber komme, dass ich die ganze Zeit in den Effekt drin bin und gar nicht mal so tief mit der Vakuumpumpe runterkomme. Mache ich, wenn ich schnell kleinere Anlagen evakuiere. Manometer natürlich, ist vollkommen klar. Hier einmal habe ich hier die Testo jetzt aktuell und man geht hier grundlegend einfach mal nur so auf Evakuieren. Stellt sich quasi ein Wert ein. Ich habe den immer so ganz tief unten eingestellt, weil ich jetzt so alles immer manuell mache und die ganzen Tests da nicht verwende. Dann nehme ich einfach eine Vakuumsonde, die hänge ich mir auf einen wichtigen Punkt der Anlage. Und das zeige ich euch jetzt dann auch gleich auf der Anlage drauf, weil wir gehen dann rüber in die Werkstatt. Aber vorher erzähle ich nochmal, warum Absolutmessung wesentlich sinnvoller ist als wie einfach nur minus 1. So, ich bin jetzt wieder zurück auf meiner Theke. Irgendwie gefällt es mir hier auf der Theke. Ich mach da ein bisschen Spaß. Warum absolut und nicht einfach nur die normale Manometerbatterie zu nehmen? Es ist, glaube ich, vorher schon erklärt worden, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Wenn ich sage, ich möchte mich im Bereich roundabout 20 Millibar halten, dann sehe ich das auf dem normalen Manometer nicht. Da habe ich minus 1 aus letzter Anzeige oder minus 0,998, je nachdem, wie genau mein Manometer jetzt ist, hin und her. Das sagt mir nicht aus, ob ich bei 20 Millibar bin, auf 2 Millibar bin, auf 1 Millibar bin. Ich habe einfach keine klare Angabe. Das heißt, es ist einfach ein Hinschätzen, zu sagen, okay, ich halte das und wenn das Ding auf minus 1 ist, ist alles gut. Wenn es bei Ding bei minus 1 ist,
Da fängt normalerweise mein Absolutmanometer noch nicht einmal mehr an zum Reagieren. Ein richtiger, guter Absolutmanometer fängt erst irgendwo bei 100 Millibar an. Also wenn ich jetzt einen mechanischen hernehmen würde, ja, und wenn ich mir jetzt einen elektronischen, der fängt bei 20 Millibar an. Ja, er fängt, offiziell fängt er bei 10 Millibar an, meistens fängt er aber schon bei 20 Millibar an. Das bedeutet im Klartext, die minus 1 sagen mir genau gar nichts aus, ob ich jetzt, ich könnte da noch 50 Millibar drin haben oder ich könnte schon 2 Millibar drin haben. Ja, es sagt mir nichts aus. Somit ist diese Aussage auf dem Manometer einfach komplett nix. Ich weiß, ich komme in den Minusbereich. Ja klar, wenn ich jetzt evakuiere und nicht einmal unter Null komme, dann weiß ich, okay, ich habe ein Problem. Aber das war es auch schon wieder. Also das mal zum Thema, warum Absolutmanometer diesbezüglich hat natürlich einen Sinn macht, beziehungsweise eigentlich dürfte man nicht evakuieren ohne einen Absolutmanometer. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf einer Anlage an, wie das aufgebaut wird. So, wir sind jetzt hier bei meinem Prototypen, wo ich halt ein bisschen also ausprobieren und bastel. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich mein Setup zusammenbaue hier. Evakuieren, wer das Video dann genau analysiert, wird sehen, wie die nicht funktionieren, weil da Leitungen offen sind etc. etc. Also das wird einfach nicht funktionieren. Aber ich zeige euch ganz einfach mal, wie ich so mein Setup aufbaue. Wenn wir jetzt hier zu meinem Kompressor schauen, ich habe hier meinen Manometer einfach mal hängen, irgendwo auf einer Leitung oder irgendwo am Gestell drauf. Ja. Und ich hänge mich einmal hier auf die Saugleitung drauf. Und ich könnte mich natürlich druckseitig hängen, aber ich habe druckseitig meine Vakuumsonde drin. Das hat dann einen spezifischen Grund, warum hänge ich hier meine Vakuumsonde auf die Druckseite, um das auch mal genau was zu erklären, ist, ich will die nicht auf dem Manometer drauf haben, mache ich natürlich auch in manchen Fällen, wenn ich keinen Platz habe, aber das Problem, was ich habe, ich möchte ja vergewissern, dass ich in allen Bereichen auch wirklich mein Vakuum bekomme. Und die Gefahr beim Evakuieren in den meisten Fällen sind irgendwelche eingebauten Rückschlagventile oder irgendetwas, was da drin ist, was vielleicht verhindert, dass ich wirklich das gesamte Kältemittel oder die gesamte Luft rausbekomme. Deswegen setze ich sie immer irgendwo hin, wo ich aktiv nicht evakuiere. Ich tue jetzt aktiv nicht auf der Druckseite evakuieren, also hänge ich ihn da, weil wenn wir jetzt rübergehen ein bisschen und wir bewegen uns ein klein wenig und wir schauen uns ein bisschen unser Setup an, hänge ich hier nochmal auf der Flüssigkeitsleitung, weil ich immer wieder die Probleme habe, dass durch die Expansionsventile und Co. nichts durchgeht. Gut, bei der elektronischen ist es mittlerweile ein bisschen einfacher mit dem Dauermagneten. Also ich hänge hier einmal auf unserer Flüssigkeitsleitung drauf, ich hänge einmal auf der Saugleitung drauf und der Drucksensor dann quasi auf der Druckseite drauf, damit ich wirklich mir sicher bin, ich bekomme alles hier evakuiert. Warum ich hier auch drauf hänge, ist natürlich, weil ich nachträglich dann, wenn ich fertig beim Evakuieren bin, gerne die Anlage auch über den Wärmetauscher bzw. Sammler dann befüllen möchte. Und da hätte ich halt gerne wirklich ein wirklich sauberes, tiefes Vakuum dann. Das ist dann ist auch der Punkt, wenn ich weiß, dass die Feuchtigkeit draußen ist, ja, dass ich hier nochmal schön sauber runterziehe im Vakuum, damit ich dann schön tiefes Vakuum habe, damit ich so viel wie möglich im Stillstand da reinbekomme. Wenn man darüber zu unserem Economizer schaut, sieht man auch, hier eines von diesen Dauermagneten. Leider habe ich nicht mehr Ventile drinnen. Die sind derzeit alle ausgebaut. Ich habe nur das hier. Das ist das Einzige, was mir noch übrig geblieben ist, mit die, wo ich das herzeigen kann. Das ist auch ganz wichtig. Alle Magneten, die man drauf hat, sollte ich wirklich überall alle Magnetventile aufmachen. Dass das ein oder andere mal hängt, weil es keinen Differenzdruck hat, weil gerade bei servogesteuerten Ventilen kann es passieren, dass wenn natürlich kein Gegendruck da ist, dass sie nicht unbedingt gerade perfekt aufgeben. Wenn ich sie drauf habe, ich werde dann schon alles rundherum erwischen. Was für mich noch ganz wichtig ist, weil wir haben hier einen zweistufigen Verdichter, ist, dass ich natürlich in regelmäßigen Abständen dann hier irgendwo beim Mitteldruck natürlich kontrolliere, ob der auch auf jeden Fall mit evakuiert ist, weil es kann natürlich immer wieder sein, da Filter zu, irgendetwas zu, irgendwas, was wir übersehen haben. Also mache ich beim Evakuieren natürlich auch regelmäßige Kontrollen darüber und hänge mir vielleicht hier nochmal eine Drucksonde drauf oder sowas in der Richtung, was ich so habe. Zusammengebaut ist das Ganze einmal, wie gesagt, auf der Flüssigkeitsleitung hänge ich drauf, einmal hänge ich auf der Saugleitung drauf, Drucksensor, mein Manometer. Hier ist meine Vakuumpumpe wiederum mit dem dicken Schlauch. Und den dünnen Schlauch habe ich dann hier gleich direkt, ich gehe mal darüber, ich ziehe das auch mal ein bisschen daher, direkt meine Stickstoffflasche drauf, wenn ich jetzt wirklich Vakuum brechen muss oder möchte oder kann, drücken wir mal, es gibt ja alle möglichen Variationen, und dann habe ich jetzt auch gleich den Schlauch mit evakuiert und kann über den hier mit einem ganz, ganz geringen Druck reinfahren und das Vakuum einfach brechen.
So einfach geht das. Und wenn ich natürlich nachher befüllen möchte die Anlage, dann gebe ich den runter und habe den fix auf der Flasche drauf und dann ist auch mein gesamter Schlauch sauber evakuiert. Mehr ist das Evakuieren nicht. Man muss nur ein bisschen die Physik dahinter verstehen, warum wir das tun und machen. Und dann kann man sich auch was einfallen lassen, dass man jetzt keine 800 Stunden evakuieren muss, so wie es in der Theorie dann zum Teil man... Sagen wir es mal so, wenn man das in der Theorie liest, hört sich das an, als wäre das Evakuieren ein Riesenprozess und das dauert Ewigkeiten und das kann ich mir gar nicht erlauben. In den meisten Fällen mache ich bei einer Anlage eine Druckprobe, also ich habe den Stickstoff so oben. Oder sollte ich eine Druckprobe machen? Lass mir das Thema weg, ob es Leute machen oder nicht machen. Lass mir das einfach weg. In den meisten Fällen habe ich die Stickstoffflasche, bevor ich evakuiere, immer vorher oben. Also warum soll ich die wegräumen und kann die nicht gleich zum Atembrechen verwenden? Das ist so eine Frage, die ich stelle. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das so handhabt. Wie evakuiert ihr oder welches Equipment verwendet ihr zum Evakuieren? Vielleicht verwendet ihr etwas, was ich gar nicht kenne oder was ich... Es gibt ja auch so Feuchtigkeitsmessgeräte etc. etc. Es gibt ja noch alles Mögliche. Aber ich glaube, die Grundlagen vom Evakuieren erklärt zu haben und warum wir das tun. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Instagram, TikTok, Twitch... überall mit rein, da erfahrt ihr immer wieder ein paar kurze Videos über mein Equipment oder halt, was ich halt gerade so den ganzen Tag lang mache. Und wir warten auf das nächste Techniker-Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut hier aus meiner kleinen, aber feinen Werkstatt. Euer Chris. Liebt euch alle.